Die Körpertemperatur eines gesunden Menschen beträgt 37,7 Periode Grad Celsius, also 340 Neuntel Grad Celsius. Wandle diese Temperatur in Grad Fahrenheit und in Kelvin um. Um das zu machen, stehen uns diese zwei Formeln zur Verfügung. Beginnen wir mit Grad Fahrenheit. Diese Temperatur, Theta, in Grad Fahrenheit ausgedrückt, ist gleich zu 9 Fünftel mal diese Temperatur in Grad Celsius ausgedrückt plus 32. Dieses Produkt ergibt 68 und so finden wir für Theta 100. Was also bedeutet, dass die Körpertemperatur eines gesunden Menschen 100 Grad Fahrenheit beträgt. Jetzt Kelvin. Diese Temperatur in Kelvin ausgedrückt ist gleich zu dieser Temperatur in Grad Celsius ausgedrückt plus 273. Und somit finden wir, dass die Körpertemperatur eines gesunden Menschen in Kelvin ausgedrückt 310,7 Periode beträgt.